Willkommen in dieser Mindmap, geht es um die sogenannten Eventualverbindlichkeiten. Und wie das Wort schon verrät, es sind Verbindlichkeiten, also Verpflichtungen, die wir eventuell tragen müssen. So könnte man das übersetzen. Und die Rechtsgrundlage ist zu finden im HGB im Paragraph 251 des HGB. Man nennt das auch den Ausweis unter dem Strich. Und das bedeutet, Bilanz ist zu Ende, Bilanzsumme auf beiden Seiten stimmt überein, wie sich das für eine Bilanz, für eine Waage gehört. Und dann könnte der Prüfer mal fragen, sagen Sie mal, ist die Bilanz dann zu Ende oder kommt da vielleicht noch irgendwas? Und die Antwort, die er dann hören möchte, ist, ja, eventuell könnten dort die Eventualverbindlichkeiten stehen, wenn das Unternehmen solche hat. Na, das ist natürlich Voraussetzung, dass solche Eventualverbindlichkeiten bestehen. Wenn sie bestehen, dann steht das unterhalb des Bilanzstrichs sozusagen. Was könnte das sein? Schauen wir ins Gesetz, da steht alles. Ja, wir sind im Handelsgesetzbuch, wir sind im dritten Buch, da geht es um die Handelsbücher. Wir sind im ersten Abschnitt, Vorschriften für alle Kaufleute. Ja, das müssen also sowohl der Einzelunternehmer wie auch die Personengesellschaft wie auch die Kapitalgesellschaft müssen das machen. 251 hat keine Absätze, hat nur Sätze. Das ist dieses kleine, die kleine hochgestellte 1 und 2 und 3. Also man könnte jetzt, um ganz korrekt zu sein, 251 Satz 1, Satz 2 und so weiter. Ja, wir haben hier nur zwei Sätze, Satz 1 und Satz 2. Der Satz 1 ist ein ziemlich langer Satz. Schauen wir mal rein. Unter der Bilanz sind, sofern nicht sowieso schon auf der Passivseite ausgewiesen, Verbindlichkeiten aus der Begebung, jetzt müssen wir sehr lange warten, bis das Verb kommt, zu vermerken. Also halten wir zunächst mal fest, unter der Bilanz sind Verbindlichkeiten zu vermerken. Welche Verbindlichkeiten? Die Verbindlichkeiten, die nicht sowieso schon auf der Passivseite auszuweisen sind. Und jetzt kommt hier eine Auflistung. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften. Ja, nehmen wir das mal auf. Ausweis unter dem Strich. Beispiele. Verschiedene Arten von Bürgschaften. Ja, können auch Wechsel- oder Scheckbürgschaften sein. Verpflichtungen aus Wechseln. Ja, heute weiß kein Mensch mehr, was ein Wechsel überhaupt ist und wie das funktioniert. Ja, ich nehme es hier auch wirklich nur auf, um noch ein zweites Beispiel zu haben. Da läuft nicht mehr so viel mit diesen Wechseln. Ja, die Zeit des Wechsels ist wohl vorbei. Aber es steht nach wie vor im Gesetz. Ja, Bürgschaft ist das Wort, das man sich merken sollte. Und dann aus Gewährleistungsverträgen, Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten. Ja, nehmen wir auch das noch auf. Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten. Ja. So, das soll, glaube ich, genügen. Haben wir genug Beispiele. Ja. Stellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten, das ist der Gedanke der Bürgschaft. Ne? Man tritt ein für eine Verbindlichkeit, die man nicht selber hat, sondern derjenige, für den man bürgt. Ne? Und Sie wissen, gegenüber den Banken gilt die Formel, bürgen kann man würgen. Ne? Man tritt so ein in die Verpflichtung, als sei man der Hauptschuldner. Ne? Die Banken lassen sich da auf nichts ein, sondern nehmen den Bürgen so in Anspruch, als wäre es der Hauptschuldner, obwohl er das Geld gar nicht bekommen hat.
in den meisten Fällen. Ne? So, und dann steht hier noch, sie dürfen in einen Betrag angegeben werden. Ne? Also halten wir das noch fest. Die Eventualverbindlichkeiten, Ausweis in einem Betrag möglich. Da steht, sie dürfen. Ne? Sie dürfen, das heißt nicht, man muss. Man kann auch natürlich genau aufgliedern, sagen, so und so viel aus Wechselverbindlichkeiten, so und so viel aus Bürgschaften, so und so viel aus der Bestellung von Sicherheiten, kann man alles machen, muss man aber nicht. Man kann das in einem Betrag ausweisen. So, was haben wir noch? Haftungsverhältnisse sind auch, dann könnte man noch ergänzen, anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Ja, das müssen wir nicht unbedingt notieren, das nehmen wir zur Kenntnis. Ja, also der Gesetzgeber geht hier sehr weit. Der sagt, selbst wenn du was als Gegenpol hast, du hast eine Rückgriffsforderung, das heißt, wenn du in Anspruch genommen wirst, kannst du wieder jemanden in Anspruch nehmen, selbst dann musst du diese Eventualverbindlichkeit ausweisen, darfst das aber in einem Betrag tun. Ja, das ist also die Antwort auf die Frage des Prüfers. Sagen Sie mal, wenn Sie jetzt da die Bilanzsumme auf beiden Seiten haben, darunter machen Sie den Strich oder manchmal ist das ein Doppelstrich, kommt da noch was oder kommt da nichts? Und dann wäre die Antwort, dann könnten eventuell Eventualverbindlichkeiten kommen, sagt der Prüfer, ja, wunderbar, was ist denn das? Sagen Sie, das kommt drauf an. Ja, der Grundgedanke ist, man könnte eventuell in Anspruch genommen werden. Aus verschiedenen Konstellationen, zum Beispiel aus einer Bürgschaft. Ja, das würde ich mir merken, Bürgschaft. Ja, das ist griffig, das kennt jeder, das kann man sich merken. Aus einer Bürgschaft könnte man eventuell in Anspruch genommen werden, also muss ich Bürgschaften und ähnliche, also auch Begebung von Sicherheiten, muss ich angeben, unter dem Strich, kann das aber in einem Betrag tun. Super, sagt der Prüfer, und viel mehr kann man jetzt hier nicht mehr anschließen. Na, dann ist da sozusagen zu Ende und Sie haben mit Sicherheit da gut gepunktet, wenn Sie so antworten. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.